So, dann sehr herzlich willkommen zurück. Ja. Ach, welch glückliche Fügung. Ich bin so froh, dass du wieder da bist. Ja, die Stimme von dem einen Typ von Call of Duty. Meister Hexer, welch Glück, dass ich dir begegne. Hast du Arbeit für mich? Einen Auftrag? Den Auftrag hast du schon zu meiner vollen Zufriedenheit erledigt, als du vor Jahren in Beauclair warst. Damals war ich knapp bei Kasse. Erinnerst du dich? Ne. Doch ich schwor, dich eines Tages voll zu bezahlen. Irgendwas klingelt da. Leider warst du weg, bevor ich die Rechnung begleichen konnte. Also habe ich deinen Lohn auf ein Konto eingezahlt, damit das Geld sicher ist. Was für ein Konto? Ein Sparkonto bei der Chianfanelli Bank. Du kannst einfach hingehen und das Geld abheben. Es dürfte mittlerweile ein hübsches Sümmchen sein. Danke. Ich gehe hin, sobald ich dazu komme. Oh nein. Ich sollte mal bei dieser Bank vorbeischauen. Am besten jetzt. Oh, das passiert schon 38. Nein, nicht passiert schon. Matt? Ja, wer hier? Oh, da. Entschuldigung, Dame. Malle. Schneewittchen. Geralt ist der Name. Was kann ich für dich tun? Dieses Haar, diese Narbe, diese Stirn. Das ist perfekt. Im Gegensatz zu deinen Zähnen. Hast du ein konkretes Anliegen? Oder willst du nur meine äußeren Merkmale preisen? Bewundern, werter Herr, bewundern und ersehnen. Dieser drohende Blick, so männlich. Wenn du ein abendliches Stelldichein mit mir willst, bist du an der falschen Adresse, fürchte ich. Abendliches Stelldichein? Aber nicht doch. Für Porträts brauche ich das weiche Licht der Nachmittagssonne. Porträts? Aber ja, für dein Porträt. En face und in Lebensgröße. Vor der herrlichsten Aussicht Toussaints. Sitz mir, Modell. Du musst... Natürlich werde ich dich für deine Dienste entlohnen. Alles klar. Warum nicht, wenn es nicht zu lange dauert? Das wird es nicht, sei unbesorgt. Wir haben nur ein kurzes Stück Wegs bis zu den Hügeln vor der Stadt. Eine perfekte Landschaft in perfekter Harmonie mit deinem perfekten Antlitz. Dann los. Lass mich noch rasch meine Staffelei und die Paletten aus dem Atelier holen. Wir treffen uns mittags beim Westtor in der Nähe des Palastes und gehen von dort gemeinsam los. Okay. Mittags. Es ist 9:28 Uhr früh. Also haben wir noch ein bisschen Zeit. Wir gehen zu der Bank. Das ist die Bank. Der Hexer sieht ja gut aus. Ja, ich denke schon, ne? Schon 19 Uhr? What the fuck? Dieses Dreck-Sommerzeit-Nidöns. Okay, jetzt geht's los. Willkommen in der Chianfanelli Bank. Wir sorgen für Ihr Geld, als wäre es unseres. Und der Kunde ist König. Wie kann ich helfen? Lass mal Geld wechseln. Ich möchte gerne Geld wechseln. Aber natürlich. Okay. Ich habe hier ein Konto. Ich möchte gerne was abheben. Aber sicher. Dein Name? Geralt von Riva. Einen Moment bitte. Ich sehe in den Akten nach. Ich fürchte, ich kann nicht weiterhelfen. Besondere Umstände. In den Akten ist ein Vermerk. Der Kontoinhaber ist verstorben. Das stimmt nicht, wie du siehst. Das muss ein Fehler sein. Der Vermerk ist eindeutig falsch. Um das Konto zu reaktivieren, brauchst du Passierschein A38. Begib dich bitte zu Schalter 1, um weitere Informationen zu erhalten.
Wir gehen zu Schalter 1. Also gut. Wo ist Schalter 1? Viel Glück dabei. Willkommen in der Chianfanelli Bank. Wir sorgen für Ihr Geld, als wäre es unseres und so weiter und so fort. Wie kann ich helfen, der Herr? Ich möchte mein Konto reaktivieren und brauche ein Exemplar von Passierschein A38. Falscher Schalter, tut mir leid. An wen soll ich mich denn wenden? Ich muss überlegen. Oben vielleicht, bei den Akten oder unten im Archiv? Fragt danach, mein Herr. Also schön. Das ist ein Traum. Okay. Es gibt keinen sichereren Ort als eine Bank. Okay, wir gehen einfach mal hoch. Ja, zu den Akten. Entschuldigung, ich muss mal durch. Jeder, was? Willkommen in der Chianfanelli Bank. Wir sorgen für Ihr Geld, als wäre es unseres und der Kunde ist König. Wie kann ich helfen, der Herr? Also? Kriege ich hier den Passierschein A38? Selbstverständlich. Gebt mir nur Formular 202, bitte. Formular 202? Was soll das werden? Ein Scherz? Mein Herr, ich halte hier nur die vorgegebenen Verfahrensweisen ein. Der Passierschein A38 kann nur bei Vorlage von Formular 202 ausgestellt werden, wie in Verordnung N60 ausdrücklich erwähnt. Begebt euch bitte zu Schalter 1. Von da komme ich gerade. Egal. Bis gleich mit Formular 202. Ja, jetzt sind wir jetzt... Du hast dich vorgedrängelt. Das ist mir völlig egal. Du mieser Rüpel! Das lasse ich mir nicht bieten. Warte nur, dir bringe ich Manieren bei. Na los, schlag mich. Meine Herren, bitte, wenn ihr euch schlagen wollt, tut es draußen. Raus, sofort. Boah. Zum dritten Mal in dieser Woche. Ich wette 10 auf den Rechten. Ich werde dir zeigen, was es heißt, anständig zu sein. Ach ja? Da kam der Schnelle. Das hab ich gerne. Sie haben den Streit wohl bei mir. Ja, wie kann ich dir helfen? Bitte geht jetzt. So, Schalter. Jetzt ist sie kein. Wo ist sie hingegangen? Pomade. Ich muss dem Duft folgen. Das könnte die richtige Spur sein. Das Archiv. Da bin ich auch mal runtergelatscht. Fetzen hätte unser Monatsgehalt wohl nicht ausgereicht. Möchte wissen, wo Sie das ganze Geld. Es gibt keinen sichereren Ort als eine Bank. Sie sagt, Puffärmel wären schwer im Kommen. Entschuldigung, ich suche Schalter 1. Puffärmel? Nicht dein Ernst. Ich konnte es auch gar nicht glauben. Hallo. Könnt ihr nicht lesen? Wir sind in der Pause. Ja, deutsche Inkompetenz. Celine, Liebling, kannst du mir das eben abzeichnen? Ah, da bist du ja. Hör mal, ich... Wir sind in der Pause. Wie man sich auch um Freundlichkeit bemüht, es hat keinen Zweck. Ja, klar, Freundlichkeit. Das ist wie in jedem schäbigen Einkaufsladen. Ich schätze, ich muss warten, bis sie mit ihrer Pause fertig sind. Ja, wir setzen uns einfach hier zu den Menschen. Nur diese scheinheilige Freundlichkeit in den ganzen Ämtern und überall.
Oder halt auch nicht. Du musst warten. Sie machen gerade Pause. Und? Was willst du hier, mein Freund? Passierschein A38. Ich glaube, Formular 202 brauche ich auch. Formular 202? Kein Problem. Zertifikat P. Das ist was anderes. Aber wenn wir schon warten müssen, wie wär's mit einer Runde Gewinnt? Ja, das klingt doch gut. Warum nicht? Spielen wir. Musik in meinen Ohren. Ich arrangiere sogleich meine Karten. Boah, die machen mich fertig. Ja, dann beginnen. Habe ich kein Problem mit, ehrlich gesagt. Ah, shit. Oh, ich benutze die Finte. Lappen, Alter. Ach, scheiße, jetzt habe ich den Rittersprung gespielt. Ich habe doch hier hinten auf Dings geklickt. Shit. Mist. Ja, das müsste direkt passen, oder? Ja. Wegen Kartenvorteil. Jetzt belebt die nämlich den einen. Ah ne, die belebt den wieder. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte persönlich gedacht, die belebt. Ah ne, stimmt, er hat es ja schon benutzt. Ah, verwirrt. Das ist ganz gut, das kann ich nutzen, um zu täuschen. Klar, bitte mehr davon. Ist ja kein Problem. Jovet. Da passt er, der Gegner.
Ja, und Leute, richtig auf die Kacke hier. What the hell? Ein gewiefter Spieler, wie ich sehe. Gratulation. Als Preis enthülle ich dir meine narrensichere Abkürzung durch den Bürokratiedschungel. Es ist zwecklos, die offiziellen Kanäle zu bemühen. Ja, das glaube ich gern. Ich habe die Leute alles versuchen sehen. Magie, Hypnose, Bestechung. Nichts nützt. Dann kann ich ja wieder gehen. Kann ich gar nichts machen? Nur eins. Freundlich sein. Sehr freundlich. Diese Frau da sitzt täglich 12 Stunden am Schalter und bekommt von kaum jemandem mal mehr zu hören als guten Tag. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wieso. Schmacklose Kleidung. Besorg ihr ein paar Blumen, etwas Parfum. Dann wirst du schon kriegen, was du willst. In 0,0. Das ist einen Versuch wert. Viel Erfolg. Ein Traum. Okay, dann besorgen wir der Bank an die Städte mal ein bisschen. Es gibt keine Geschenke. Vielleicht Parfüm in der Parfümerie? Ich habe keine Ahnung. Ja. Die ist hier zufälligerweise um die Ecke. Willkommen zurück, Meister! Ja. Zeig mir, was du anziehst. Parfüm. Ja, ich kauf gleich alles. Und Blumen. Ich muss los. Bis nächstes. Okay. Wir kehren zum Schalter 1 zurück. Hey, du grauhaariges Kerlchen. Ja. Eine Flasche Wein reicht. Das ist ein Traum, Tikus. Wie kann ich dir helfen? Momentan gar nicht. Willkommen in der Chianfanelli Bank. Wir sorgen für Ihr Geld, als wäre es unseres und so weiter und so fort. Wie kann ich helfen, der Herr? Man braucht Formular 202, um den Passierschein A38 zu kriegen. Wusstest du das nicht? Hättest du mir das nicht sagen können? Ich habe reichlich Zeit wegen dir verschwendet. Bitte, mein Herr, kein Grund, gleich ausfallend zu werden. Ich ging davon aus, dass ich so offensichtliche Tatsachen nicht extra erwähnen muss. Das haben wir gleich. Vollständiger Name? Gerald von Riva. Mal sehen. Gedon, Gemmel... Hier. Gerald von Riva. Tut mir leid, aber ich kann Formular 202 nicht ausstellen. Wie bitte? Der fragliche Antragsteller wurde für tot erklärt. Offiziell. Also, mein Herr, wie soll ich das im Kassenbuch formulieren? Du magst doch Moschusdüfte. Wie kommt ihr darauf, mein Herr? Ich habe es gerochen, als du vorbeigingst. Dein Duft. Lieblich. Da dachte ich mir, dass du das hier auch mögen könntest. Oh, aber ich... Aber das geht doch nicht. Bitte, nimm es. Als Zeichen meiner Dankbarkeit für deine Hilfe bei meiner Akte. Meiner Treu, ihr seid aber ein Charmeur. Ach, wartet einen Moment. Ich hole Meister Chianfanelli. Vielleicht kann er etwas mit weniger Verwaltungsaufwand arrangieren. Immer wieder sage ich Ihnen, ich will nicht gestört werden. Aber es will immer irgendein Depp nicht warten. Donnerwetter, wen haben wir denn da? Grüß dich, Meister Gerald. Du warst ja schon ewig nicht mehr hier. Ich war ziemlich beschäftigt. Aber jetzt bin ich hier und bräuchte deine Hilfe. Natürlich. Wie kann ich dir behilflich sein?
Es gibt ein Problem mit meinem Konto. Ich wollte Geld abheben, aber... Gar kein Problem. Das geht ganz schnell. Es sind nur wenige Formalitäten. Ich weiß. Zum Beispiel Passierschein A38. Ohne die Papiere sind mir die Hände gebunden, Geralt. Aber du findest dich gewiss rasch zurecht und bekommst sie im Handumdrehen. Chianfanelli, keine Ausreden mehr. Zahl mich aus. Jetzt. Bitte, Meister Hexer, wozu die Aufregung? Natürlich zahlen wir dich aus. Du brauchst nur die erforderlichen Dokumente. Ich habe hier ein Dokument mit sehr viel mehr Gewicht als eure Formulare und Passierscheine. Hier, sieh mal. Die gnädige Herzogin hat dich angeheuert? Mhm. Und als ihr persönlicher Gesandter verlange ich Zugriff auf mein Konto. Sofort. Jawohl, Meister Hexer. Hier entlang. Wahrscheinlich einfach beleidigt die Bänke. Das Geschäft, Meister Hexer. Kann nicht klagen. Gut für dich. Das sieht in unserer Branche ganz anders aus. Der Weinabsatz fällt und fällt. Das liegt an den blöden Namen, ich sag's dir. Kein Mensch außerhalb des Herzogtums kann Namen wie Côte de Blessure aussprechen. Sie verknoten sich die Zunge und genieren sich danach zu fragen. Unsere Bank, der Stolz von Beauclair. Hast du ein Anliegen? So, Bankfach 256. Ganz hinten rechts. Was zur Hölle soll das, Chianfanelli? Das Fach ist leer. Tja, also... Geld muss zirkulieren. Und als wir erfuhren, dass du tot bist, Meister, haben wir deins in den Kreislauf zurückgegeben. Ein paar Aktien, Anleihen und Investitionen in Weingüter. Im Handumdrehen war das Fach leer. Du solltest es beim Namen nennen. Du hast mich beklaut. Aber nicht doch, Meister Hexer. Das würde ich nicht wagen. Natürlich würdest du. Und du wirst dafür aufkommen. Mach das Tor auf. Meister Hexer, ich zahle alles bis auf den letzten Kopper zurück. Beim Bart meiner Großmutter. Du hast mich schon einmal reingelegt. Das lasse ich nicht nochmal zu. Meister Geralt, ich bitte dich, halt an dich. Wir finden eine Lösung. Ganz bestimmt. Ich schneid dir das Geld aus dem Wanst, wenn es sein muss. Wache! Hilfe! Komm schon! Komm zu, Papi! Ey! Alter, ihr Kackzwerge! Na komm schon! Da kann man auch nicht trauen, genauso wie ich wie die Elfen. Wir schlitzen dich auf! Ihr habt Knüppel, ihr könnt mich nicht aufschlitzen. Das geht technisch gesehen nicht. Ein Schlüssel. Wenn ich den Fatzke erwische. Kann ja wohl nicht sein. Ja, Marianne. Schließ das Konto und zahl den Herrn aus. Danke. Meister Hexer, dein Geld. Mach bitte nur keine Schwierigkeiten mehr, ja? Ist das alles? Ich hatte mindestens ein paar Tausender erwartet. Da ging einiges ab. Steuern, Inflation und so weiter. Für die Wirtschaft kann keiner was, nicht wahr? Ich habe auch ein paar Tausender. Das hätte ich mir denken können. Ah, Meister Hexer, eins noch. Komm nie wieder in meine Bank. Ich brauche keine Kunden wie dich. Hast du ein Anliegen? Ja. Ich habe auch gedacht, wir kriegen jetzt so 2, 3, 4.000 oder sowas. Was kriegst du da 200 Gold? Wir haben in jedem Gewinnspiel 100 gewonnen. Boah, Alter. Ihr kleinen Huren in der Bank. Wir sehen uns in der nächsten Folge.